Mit zwei Durchfahrtsstrafen. So, wo sind wir denn? Ich bin Sechster. Ich bin... 13. Okay. Bisschen zu viel Schwung und zieh es mir voll rein. Das Wortschleife, da darf man das. Ich habe jetzt irgendwie auf ein Video geguckt, was man nicht auf der Nordschleife machen sollte. Und haben Sie ein Bild von mir gezeigt oder? Nee, von uns beiden. AT Racing, Ja. das Logo eingeblendet. Hausverbot, selbst virtuell. Irgendwie nehme ich die Kurven so weit. Es gibt auf der Nordschleife ein Verbot, seine Zeit zu nehmen. Gib Stoff. Oh, Ah, so. okay. Nicht mit dem Wagen. Okay, ich glaube, wir waren sch schneller, als ich dachte. Weil normalerweise reicht das, wenn man da vom Gas geht ein bisschen, aber das Tempo passt da nicht ganz zur Kurvengeschwindigkeit. Das passiert wahrscheinlich gleich wieder hier oben. Ja. Bei mir weniger. Ich bin nur mit zwei Reifen runter von der Bahn, aber nicht in die Wand eingeschlagen. Der ist ein bisschen. Ah, Entschuldigung. Der nimmt die Kurven ein bisschen weiter hier auf der Strecke als alle anderen Wagen. Oh, Entschuldigung, du hast diesmal Hab ich noch Rücklichter? sehr früh. Also gerade hattest du noch welche. Ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch an sind. Aber jetzt bin ich vor dir, also nicht mehr mein Problem. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch mit den Kurvengeschwindigkeiten. Ja, Aber irgendwie ich ist bleib der. dabei, der lässt sich, es ist anders, aber er lässt sich gut fahren. Man hat ganz gut Kontrolle. Der verzeiht ein bisschen, was habe ich das Gefühl? Außer zu schnell in die Kurve zu fahren. Ich wollte gerade sagen, vielleicht fährt man deswegen so sch zu schnell in alle Kurven. Oh, da bin ich deutlich besser durchgekommen als du. Ich musste nochmal nachbremsen, das war nix. Und die Linie auch. War ziemlich mies. Weiß auf jeden Fall schon mal, dass wir gleich bei der Kurve da langsamer fahren. Und anbremsen. Die hier. Ja, 180 habe ich genommen, das ging gut. 170 durch, das war zu langsam. Oh. Ja, ein klein bisschen mehr geht vielleicht auch noch, aber. Sicher geht nicht mit 180. Die da auch nicht. Doch, aber nur geradeaus durch. Ich glaube, da brauchst du noch ein bisschen mehr, damit du über die Leitplanke kommst. Ah, ich höre den Typ hinter mir, der ist laut. Das
Ist das wahrscheinlich der Mercedes? Ja, der weiße. Dann ist der, den wir vorhin auch hatten, ja. Den hörst du auch, wenn er noch gar nicht so nah dran ist. Wie ein Rasenmäher. Eieieiei, die Kurve. Ich dachte schon wieder, hier wäre eine Stelle, wo ich Gas geben kann. Mr. Bean hält mich hier auf. Ah, ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren. Aber mit Allrad zum Glück kein Problem. Allein deswegen müssten wir immer Allrad fahren. Das ist einfach besser neben der Strecke. So, wie viel bist du? Bist du noch vor dem Mercedes? Ich bin direkt hinter dir. Direkt hinter mir sind die anderen beiden. Hast du die gerade überholt? Ja. Okay, das habe ich schon nicht mehr gesehen, aber ich sehe euch noch, eure Kolonne. Ah, vorhin bremst du gerade aus und ich fahre euch fast rein. Wenn schon Kolonne fahren, dann richtig. Wenn wir die KI-Aggressivität runtergestellt haben, sind die wirklich schisserig, was sowas angeht. Die sind aber gerade schneller als ich. Und zwar deutlich. So 70, 74, 75, 76. 290. Wir sind trotzdem, die holen dich ein. 280. Es gibt einen siebten Gang. Oh. Aber ich war noch nicht drehzahlmäßig so weit. Ich schon. 390 bin ich. Dann bist du deutlich besser durch die Kurve gekommen als ich. Ich guck mal, was passiert, wenn man geradeaus fährt. Ich habe ein bisschen Angst, weil, ja, Bob, der Hüpfer war toll. Nein, sind da vorbeigekommen. Ja, gib Gas. Ich bin hinter dir. Hat doch mal angeschoben. Der fehlt die Motorhaube. Ja. Erkenntnis des Tages, wenn du in der Luft bist, funktionieren die Bremsen nicht. Ja. Ich war mit 300 km/h in der Luft. Der erste Curb am Anfang hat mich über zwei Straßen gleich rauskatapultiert. Das war toll, wie du geradeaus in die Wand gefahren bist und einfach so einen Hüpfer nach oben rückwärts gemacht hast. Ja, great driving. Ich weiß ja nicht. Das Problem ist, da wo du mich angeschoben hast, da hatte ich schon einen Rückwärtsgang geschaltet, weil ich dachte, ich muss wenden. Der musste ich nicht, man musste wieder hochschalten. Sonst wäre ich schneller weggekommen wieder. Ein großartiger Tag für Athen Racing. Ich wechsle mal wieder auf normales Headset. Jo.